إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alles Lob gebührt Allah. Wir lobpreisen ihn, bitten ihn um Unterstützung und um Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Bösen unserer Seelen und dem Schlechten unserer Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemanden in die Irre leiten. Und wen Allah in die Irre leitet, der hat niemanden, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Er ist alleine ohne jeglichen Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Allah spricht im Koran in der ungefähren deutschen Bedeutung: O ihr Menschen, o ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders, denn als Muslime. Amma ba'd. Meine lieben Geschwister, wir wissen, dass die Situation und der Zustand der Muslime heute nicht besonders gut ist. Und viele beklagen sich darüber. Wir hören immer, dass der Zustand der Muslime schlecht ist und dass sich das ändern muss. Und der Zustand wird oft beschrieben mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den er erwähnt hatte, in dem es heißt, es wird eine Zeit kommen, in der die Nationen über euch herfallen werden, wie Hungrige über ein großes Speisetablett. Ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, wird es an unserer geringen Zahl sein? Werden wir gering in der Zahl sein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ihr werdet an diesem Tage viele sein. Doch wie Schaum auf dem Meer. Und Allah wird von den Herzen, von den Brüsten eurer Gegner die Furcht vor euch nehmen und in eure Herzen wird er Schwäche legen. Viele Hadith-Gelehrte, viele Gelehrte des Islams sagen, dass diese Zeit, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, auf die heutige Zeit zutrifft. Die Zeit, in der die Muslime heute leben. Es leben über 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt, von knapp 7 Milliarden. Wenn man die christliche Religion aufteilt in katholisch und evangelisch, dann ist es die größte religiöse Gemeinschaft. Das ist der Islam. Mit 1,5 Milliarden Gläubigen. Und trotzdem sehen wir, dass der Zustand der Muslime relativ schlecht ist und schwach ist. Rückständig in den arabischen Ländern, in den islamischen Ländern, in vielen islamischen Ländern. Und dagegen muss man was tun. Und dieser Hadith wird oft erwähnt, um den Zustand zu beschreiben, dass er schlecht ist. Und man sagt dann, was man oft hört, auch der Zustand der Umma, der Zustand der Gemeinschaft ist so schlecht. Doch wir vergessen dabei, dass jeder Einzelne von uns, jeder, der das sagt, ein Teil dieser Gemeinschaft ist. Jeder, der diesen Hadith erwähnt, jeder, der sich über die Umma, über den Zustand der Gemeinschaft der Muslime beklagt, ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Und von daher trägt er einen Teil der Verantwortung. Und von daher ist es wichtig für die Muslime, für jeden Einzelnen heute zu wissen, was können wir dagegen tun, um da rauszukommen. Und um diese Phase zu überbrücken und in eine neue Phase zu kommen, wie der Islam sie über 1000 Jahre erlebt hat. Wir wissen, dass der Islam in den letzten 200, 300 Jahren, oder die Muslime, wir sagen nicht der Islam, dass die Muslime in den letzten 200, 300 Jahren dieses Tief erleben. Und vorher, über 1000 Jahre, war es genau das Gegenteil. Und von daher müssen wir uns fragen, was machen wir anders als die Muslime damals? Was machen wir anders als die ersten Gefährten, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben? Wie haben sie den Islam verstanden? Und wichtig ist es für jeden, dass er zunächst mit sich anfängt. Wenn jeder Einzelne nur auf sich schauen würde, den Islam so versteht, dass er zunächst mal auf sich schaut, denn er trägt die Verantwortung für sich. Und wenn er dann sich weiterentwickelt hat, könnte er sich auf sein Umfeld konzentrieren, auf seine Familie, auf seine Freunde, auf seine Bekannten und vieles, vieles Gutes tun. Doch anfangen muss er bei sich. Und von daher sagt Allah im Koran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah wird den Zustand eines Volkes so lange nicht ändern, bis sie ihren Zustand in ihren Herzen, in sich selbst geändert haben. Jeder muss also mit sich selbst anfangen und den Zustand in sich selbst ändern, um diesen Schritt zu gehen. Wie kann man andere Menschen zu etwas auffordern, was man selbst nicht macht? Man hat selbst ganz viele Fehler und fordert andere Menschen zu Dingen auf, die man selbst nicht einhält. Und selbst wenn man diese Dinge einhält, so gibt es bestimmt noch viele andere Baustellen, die jeder Einzelne hat, zu denen er sich wenden sollte, mit denen er anfangen sollte. Wenn der Muslim das verstanden hat, dann ist es der erste Schritt auf den richtigen Weg. Dann ist es ein Ausweg aus dieser Misere, die Muslime seit 2-3 Jahrhunderten leben. Und ein wichtiger Punkt, über den wir heute diskutieren werden, den der Muslim gehen muss, den der Muslim gehen sollte, ist das Wissen. Das Aneignen von Wissen, das Erlernen von Wissen. Ausbilden, studieren, lernen, lesen, schreiben, all das, den Eigenschaften, die für den Muslim eigentlich eine Pflicht sind. Doch viele vernachlässigen sie. Und ich meine jetzt nicht die Menschen, die in Afrika leben, die in der Wüste, in den arabischen Wüsten leben, die in Asien irgendwo in ganz armen Gegenden leben, die nicht lesen und schreiben können. Ich rede auch von den Muslimen in Europa, in Amerika. Und dass das Wissen eine besondere Stellung hat im Islam und sehr, sehr viel wert ist, weiß jeder von uns. Ich erwähne von daher jetzt nur kurz 2-3 Verse aus dem Koran, die das nochmal verdeutlichen, um dann weiterzugehen. Allah spricht im Koran: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sind denn diejenigen, die Wissen haben, mit denen gleich, die kein Wissen haben? Es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, die Wissen haben, und die Leute, die kein Wissen haben. Die Leute, die Wissen haben, werden handeln nach ihrem Wissen. Sie wissen, was richtig, was falsch ist. Sie wissen, was gut, was schlecht ist. Sie wissen, wohin diese Tat, für die ich mich entschieden habe, führt. Die anderen handeln oft spontan, unüberlegt, weil ihnen dieses Wissen fehlt. In einem anderen Vers im Koran heißt es: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah wird die Menschen, die gläubig von euch sind, erhöhen. Und diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, dass sie sich selbstverständlich selbst angeeignet haben, mit Allahs Hilfe, diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, wird er um Rangstufen erhöhen. Ibn Abbas, der große Gelehrte des Islams, einer der großen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte über diesen Vers: Die Gläubigen werden im Paradies sein. Im Paradies. In einer bestimmten Rangstufe. Die Menschen, die sich Wissen angeeignet haben, werden um 700 Rangstufen höher sein als die Gläubigen. Und zwischen jeder Stufe, von jeder Stufe zur anderen, besteht eine Entfernung von 500 Jahren. Also um von der einen Stufe in die nächste zu gelangen, bräuchte man 500 Jahre. Das ist der Wert vom Wissen, den wir tagtäglich, viele von uns kennen diesen Vers auswendig, viele von uns haben diesen Vers schon zigmal gelesen. Doch wir müssen diese Verse verinnerlichen. Der Koran darf nicht nur eine Dekoration sein oder etwas, was wir lesen und nicht verstehen. Wir sollen versuchen, das zu verstehen und das anzuwenden, was im Koran steht. Und Allah sagt es ganz deutlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt dies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, überliefert bei Muslim: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-Jannah. Derjenige, der nach Wissen greift, derjenige, der auf den Weg geht, sich auf den Weg macht, um nach Wissen zu greifen, den macht Allah den Weg ins Paradies leicht. Allah ebnet ihm den Weg zum Paradies. Selbstverständlich ist natürlich das Wissen, das sinnvoll für die Menschen ist, und nicht Wissen, das den Menschen schadet, wie zum Beispiel die Erschaffung von Atombomben und von Drogen und anderen Dingen, die den Menschen schaden. Wir reden natürlich, das islamische Wissen ist Wissen, das sinnvoll ist für die Menschheit. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen den Weg ins Paradies einfach macht, wenn sie mit einer guten Absicht sich auf den Weg machen, Wissen anzueignen. Es ist also ganz deutlich, und kein Muslim kann es leugnen, dass Wissen im Islam von erheblicher Bedeutung ist. Und von daher bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auch den Weg leicht macht, uns auf den Weg zu machen, nach Wissen zu streben, uns Wissen anzueignen und nach dem zu handeln, wie er es für uns vorgesehen hat und was
den Menschen nutzt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bittet Allah um Vergebung, er ist der Barmherzige, der Vergebende, der eure Bittgebete erhört. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wir wissen also die Stellung von Wissen im Islam, darüber brauchen wir nicht reden, das wusste jeder schon vorher. Die Freitagspredigt, um es auch immer wieder zu sagen, ist eine Erinnerung für die Gläubigen und für den Imam selbst. Wir erinnern uns von Freitag zu Freitag regelmäßig an Dinge, die wir versuchen einzuhalten. Viele Dinge, viele Hadithe, viele Verse haben wir schon oft gehört, viele Themen haben wir oft gehört, doch es ist eine Erinnerung. Von daher hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet, das Freitagsgebet zur Pflicht gemacht, dass wir das immer wieder hören, dass wir uns immer wieder auf den richtigen Weg befinden. Es ist so wie das fünfmalige Gebet am Tag, was man vergleichen kann mit einem Mann, der auf einem kleinen Boot sitzt, im Meer, und möchte von einem Ort zum anderen, über mehrere Tage, auf seinem kleinen Boot. Und er hat nichts dabei, das ihm hilft. Wird er den Weg finden? Oder besteht die Gefahr, dass er total in die Irre geht? Und dass er an einen falschen Ort gelangt? Und ein Mann, dieser Mann wird nicht erinnern. Erinnert sich nicht regelmäßig an die guten Dinge, die er machen sollte, in welche Richtung es geht. Er hat nichts dabei, das ihm dabei hilft. Und so ist es, die Muslime haben das fünfmalige Gebet, die Freitagspredigt, in der sie immer wieder hören, was richtig ist. Es ist vergleichbar mit einem Mann, der auf dem Boot ist und der fünfmal am Tag auf seinen Kompass schaut. Er möchte von einem Ort zum anderen und schaut fünfmal am Tag auf seinen Kompass. Diese Person wird viel eher an sein Ziel kommen, als die Person, die nichts dabei hat. Und so müssen wir das tägliche Gebet auch sehen, so müssen wir das Freitagsgebet sehen, auch wenn wir Dinge immer und immer wieder gehört haben. Es ist eine Erinnerung. Doch wenn wir nicht danach handeln, dann haben wir nicht dem nachgehandelt, wie es Allah für uns vorgesehen hat. Von daher, Wissen ist eine Pflicht. Ist eine Pflicht im Islam. Es gibt auch einen anderen Hadith, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Aneignen von Wissen eine Pflicht ist für jeden Muslim. Mann oder Frau, da macht es keinen Unterschied. Das Aneignen von Wissen ist eine Pflicht. Und da haben wir Verbesserungsmöglichkeiten. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Auch wenn die meisten von uns können lesen und schreiben, Alhamdulillah, schon mal sehr wichtig. Doch auch da genügt es nicht, stehen zu bleiben und keine Fortschritte mehr zu machen. Und hier in Deutschland, in Europa, in vielen Teilen der Welt haben wir Möglichkeiten, die Menschen in ärmeren Gegenden nicht haben. Und dafür werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala verantwortlich sein. Und zu dem Thema dieser Predigt bin ich gekommen, als vor einigen Wochen im IS etwas sich ereignet hat. Was symptomatisch ist für den Zustand der Muslime in Deutschland, in Europa, in Amerika, vielleicht in Deutschland und in den größten Teilen Europas mehr. Es gab die Realschulprüfung vor zwei Wochen ungefähr. Das IS, mit Hilfe von einer Person, die sich dafür bereitgestellt hat, hat Nachhilfe angeboten, um den Geschwistern, die diese Prüfung vor sich haben, um sie vorzubereiten auf diese Prüfung. Die Abschlussprüfung in der Realschule. Sie bekommen ihren Abschluss. Wie viele Leute sind gekommen? Es sind 17 Leute gekommen. 17 Personen. Wie viele Schwestern und wie viele Brüder? Es waren 17 Schwestern da und kein einziger Bruder. 17 Schwestern und kein einziger Bruder. Und das ist symptomatisch für die Situation der Muslime, besonders in Deutschland und in anderen Teilen Europas. Wo waren die Brüder? Haben sie alle, machen sie keinen Realschulabschluss dieses Jahr? Es gibt überall Brüder. In jeder Schule haben wir Geschwister. Warum kommen sie nicht, um sich vorzubereiten? Es ist ein Teil, es ist eine Pflicht. Wenn man den Islam richtig verstehen würde, dann würde man wissen, dass es eine Pflicht ist, dass ich probiere, hier auf dieser Welt was zu erreichen. Denn nur wenn ich hier was erreicht habe, dann kann ich den Muslimen helfen. Und dann kann ich der Gemeinschaft helfen und dann kann ich den Menschen im Allgemeinen helfen, was islamisch meine Pflicht ist. Doch dazu gehört, dass ich die Möglichkeiten nutze.
Und das ist eine Möglichkeit, die eine Person hier im IS angeboten hat. Er hat das freiwillig gemacht. Er kam, hat von seiner Zeit geopfert und 17 Schwestern kamen und kein einziger Bruder. Und wichtig ist da noch zu erwähnen, zu vergleichen zwischen den Schwestern und zwischen den Brüdern. Die Schwestern, wenn sie in der Regel danach ins Berufsleben einsteigen, sie tragen das Kopftuch. Und für die meisten ist ersichtlich, dass sie praktizierende Muslimas sind. Sie sind praktizierende Muslimas. Und sie haben viele, viele Steine auf dem Weg, viele Hindernisse. Sie werden erst gar nicht eingestellt. Sie bekommen keinen Ausbildungsplatz. Sie können zwar studieren, schließen ihr Studium ab, doch viele von ihnen landen danach wieder zu Hause, weil ihnen die wenigsten Firmen eine Chance geben. Mit ihrem Verhalten, mit dem anständigen, guten islamischen Verhalten, sie sind praktizierende Muslimas, könnten sie das Bild des Islams ändern, doch diese Chance wird ihnen nicht gegeben. Und dann gibt es andere Hindernisse. Sie haben eine Familie, sie haben im Haushalt in der Regel mehr zu tun, sie haben Pflichten, mehr als die Brüder. Also sie haben Verpflichtungen und dann kommt noch das Kopftuch, was das größte Hindernis vielleicht ist. Sie können das Bild des Islams in der Gesellschaft von daher kaum prägen oder weniger prägen im Berufsleben, weil sie die Chance nicht bekommen, wie sie die Brüder bekommen. Und die Brüder werden eingestellt. In der Regel sieht man ihnen oft nicht an, ob sie praktizierende Muslime sind oder nicht. Man sieht es ihnen in den meisten Fällen nicht an. Doch die Brüder tun oft zu wenig. Woran das liegt, werden wir nachher vielleicht kurz erwähnen, wo das Problem liegt. Denn sie haben die Chance, in den Unternehmen zu sein, in den Schulen zu sein. Die Schulen, das sind Hunderttausende von Kindern. Man hat Einfluss auf die Erziehung von Kindern, auf die Erziehung von Muslimen, auf Geschwistern. Und da ist es wichtig, dass wir auch anwesend sind, dass wir auch in den Schulen tätig sind. Frauen dürfen nicht an den Schulen unterrichten momentan in Hessen. Frauen dürfen momentan, Muslimas mit Kopftuch, dürfen an den Schulen nicht unterrichten. Muslime, Männer dürfen unterrichten. Wo sind sie? Es gibt wenige, die kann man an einer Hand abzählen. Und dann muss man noch schauen, wer von diesen Personen ist praktizierend und wer nicht. Und da ist es wichtig, dass wir Muslime gegenwärtig sind, dass wir Muslime, dass uns das bewusst ist. Wir können das Bild des Islams in der Gesellschaft, im Berufsleben intensiv prägen. Nicht nur der Nachbar, auf den wir natürlich Einfluss haben können im Positiven, das muss sein. Aber dieser Nachbar, der hat auch Arbeitskollegen auf der Arbeit. Und da ist es wichtig, dass wir versuchen, auch im Berufsleben mit Einfluss zu haben auf das Bild der Muslime und des Islams. Es gibt sogar Schwestern, die haben ein Fach komplett zu Ende studiert, haben sich beworben bei 40, 50, 60 Unternehmen, sind nicht genommen worden, haben das Studium geändert, nochmal von vorne etwas anderes begonnen, haben nochmal einen Abschluss gemacht und bewerben sich wieder bei 20, 30, 40, 50 Unternehmen und wurden nicht genommen. Da gibt es Beispiele hier in Frankfurt, die wir kennen. Und diese Problematiken, die haben die Brüder in der Regel nicht. Und das ist eine Möglichkeit, das sind Freiheiten, Möglichkeiten, die Muslime haben, die die muslimischen Jungen haben, die Männer haben, die sie nutzen müssen, was ihre Pflicht ist. Und ich meine natürlich, wenn ich sage, etwas erreichen im Berufsleben, ich meine nicht nur akademisch, dass jemand an die Universität muss, studieren muss, auch wenn jemand eine Ausbildung macht und einen einfachen Beruf hat. Wir haben zumindest die Möglichkeiten, wir müssen natürlich unterscheiden, wer die Möglichkeiten hat und wer nicht. Die ersten Generationen, die gekommen sind, die haben ums Überleben gekämpft. Die mussten arbeiten, sofort. Die haben angefangen zu arbeiten und haben Alhamdulillah ihre Aufgabe erledigt, ihre Aufgabe gemacht, haben viele Moscheen gebaut, haben Gutes gemacht oder Schlechtes gemacht. Wir hoffen, dass Allah ihnen vergibt, wenn sie Schlechtes gemacht haben. Doch sie hatten nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir beherrschen die Sprache, wir sprechen Deutsch besser, als wir Arabisch sprechen, als wir Türkisch sprechen, als wir Afghanisch sprechen. Es ist unsere Muttersprache mittlerweile geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir was erreichen. Die Leute, die aus den arabischen oder aus den ärmeren Regionen hier nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, erreichen in der Regel mehr als die Muslime, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, obwohl sie die Sprache beherrschen. Und das, wir müssen uns fragen, woran das liegt. Und wir müssen das versuchen zu ändern, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Zustand der Muslime im Allgemeinen zu ändern. Also ist es wichtig für jeden einzelnen Muslim, ob er eine einfache Stelle hat, eine Ausbildung gemacht hat, ob er studiert hat, ob er akademische Ausbildung hinter sich hat, ob er an der Universität ist, ob er an der Schule ist, ob er Kfz-Mechanik ist,
dass er seine Arbeit richtig macht und vorbildlich macht. Es gibt ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna Allah yuhib idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah liebt es, wenn jemand etwas macht, eine Arbeit vollbringt, etwas geleistet hat, dass er diese Sache perfekt macht. Dass er versucht, diese Sache richtig und perfekt zu machen. Und das ist ein weiterer Punkt, mit dem die Muslime natürlich das Bild der Muslime ändern können. Dass sie wirklich etwas machen und etwas Gutes machen und etwas erreichen. Und dann kommt aber der Einwand, ist oft der, dass gesagt wird, was heißt gesagt wird, es gibt Statistiken, in der in Deutschland wiedergegeben wird, dass die Frauen, die muslimischen Frauen, mehr erreichen in ihrer Ausbildung her, im Beruf, als die muslimischen Männer. Obwohl sie all diese Hindernisse haben. Und da müssen wir uns fragen, das ist etwas, was im Kopf hängen bleibt. Wo wir uns überlegen, woran liegt das? Wir hören oft von den Muslimen, was oft zum Spaß gesagt wird. Doch wenn etwas oft zum Spaß gesagt wird, dann verfestigt es sich bei großen Teilen der muslimischen Gemeinschaft. الرجال قوامون على النساء. Was oft auch falsch übersetzt wird. Die Männer stehen über den Frauen. In Verantwortung über den Frauen. Es ist eine Verantwortung. In was stehen die Männer über den Frauen? Hat Allah die Männer, sind die Männer bei Allah einfach so besser, obwohl sie noch nichts geleistet haben, obwohl sie noch nichts gemacht haben? Und wenn der Mann mit der genauso viel macht wie eine Frau, ist er besser als die Frau? Nein. Und dann erklärt nämlich Allah, woran es liegt. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Wegen dem, was, wegen den Vorzügen, die Allah ihnen gegeben hat. Und diese Vorzüge sind körperlich. Körperkraft. Und das sehen wir auch im Berufsleben, in jeder Gesellschaft. Die harten körperlichen Arbeiten werden in der Regel immer von Männern geleistet. Schaut euch jede Baustelle an. Schaut euch die ganzen Kriege an. Die meisten waren immer Männer. Weil es harte körperliche, das ist der Vorzug, den Allah den Männern gegeben hat. Und nicht, dass die Männer besser als die Frauen sind. Gibt es im Paradies eine Stufe nur für die Männer, wo sie höher sind als die Frauen? Nein. Und es ist eine Verantwortung. Und sie sind auch in Verantwortung über den Frauen für ihre Familien, weil sie verpflichtet sind auszugeben. Weil sie verpflichtet sind, von ihrem Vermögen auszugeben für die Familie. Das sind die Vorzüge, die Allah den Männern gegeben hat. Aber diese Vorzüge ist eine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung, denen die Männer gerecht werden müssen. Und von daher ist es noch viel eher ein Grund, noch mehr zu leisten, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Dass Allah uns etwas auferlegt hat. Allah hat uns eine Verantwortung gegeben, den Männern. Und da ist es noch wichtiger in dieser Gesellschaft. Wir reden von uns hier in Frankfurt, hier in Deutschland. Und auch in der restlichen Welt auch. Doch zunächst haben wir die Verantwortung für unsere Gemeinschaften hier und danach für die restlichen Gemeinschaften, dass wir diesen Zustand ändern. Dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann mal begegnen werden und wir werden vor Allah stehen, dann werden wir gefragt, ob wir dieser Verantwortung gerecht geworden sind. Ein Grund dafür liegt oft an der Erziehung. Wir sehen, dass unsere Schwestern in der Regel zu Hause sehr viel machen müssen. Strengere Regeln haben, also die dürfen nicht, haben nicht die Freiheiten, die Brüder haben. Und sie werden oft disziplinierter erzogen. Und da richte ich mich an die Eltern, zu sagen, dass diese Erziehungsmaßnahme, die sehr erfolgreich ist vielleicht, das ein oder andere könnte vielleicht angepasst werden, geändert werden, muss aber genauso auf die Jungen angewandt werden. Denn nur dann können wir wirklich erreichen, dass diese Jungen auch diszipliniert erzogen werden, mit etwas strengeren Regeln, in bestimmten Punkten, diese Freiheiten, die sie haben, sie gehen raus, kommen nachts wieder und danach steht die Mutter auf oder die Schwester und bereitet ihnen noch was zu essen vor und die Schwester muss um 18 Uhr zu Hause sein. Man muss ein gesundes Maß finden. Man muss ein gesundes Maß finden, um zu schauen, wie sind die muslimischen Jugendlichen erfolgreich geworden, wie sind sie erfolgreich, und das wenden wir an auf Jungen und Mädchen. Mit detaillierten Feinheiten, Unterschieden natürlich, entsprechend dem Geschlecht. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir in Zukunft anpacken müssen. Und das ist ein Grund, diese disziplinierte Erziehungsmaßnahme den Mädchen gegenüber, das ist ein Grund, warum die Statistiken ganz klar sagen,
dass Frauen, muslimische Frauen in Deutschland erfolgreicher sind als muslimische Männer. Trotz all dieser Hindernisse, die wir nicht vergessen dürfen. Von daher bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen gehören lässt, die die Verantwortung tragen. So wie er es für uns vorgesehen hat, oh Allah, lass uns zu denen gehören, die wahrhaftig sind. Oh Allah, lass uns zu denen gehören, die ihren Pflichten und ihrer Verantwortung nachkommen, ja Allah. Oh Allah, helfe uns dabei, uns Wissen anzueignen und unsere Möglichkeiten zu nutzen und nach dem zu handeln, wie du es für uns vorgesehen hast, mit der richtigen Absicht, ja Allah. Oh Allah, helfe den Unterdrückten auf der ganzen Welt und vergebe uns und unseren Vorfahren, unseren Eltern, ja Allah, unsere Verfehlungen hier in diesseits, ja Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.